So. Axt, 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 Axt. Kinkerlitzchen. Kinkerlitzchen, so. Weg, 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 weg. Kinkerlitzchen waren hier auch irgendwo, ne? Die Waffen bitte nicht anfassen. Du, 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 du. Also wir auch gleich fertig, sehr gut. Uns hat gar nicht mal so viel Gold gebracht. Ich meine, wir sind jetzt bei 97.000. Ich glaube, wir haben jetzt 7.000 Gold oder so gemacht durch die ganzen Schwerter, Rüstung und so weiter. Bisschen mau ist das schon. Ne, hier ist gar kein Kinkerlitzchen-Händler. Der war auf dem Weg zu dem Gebiet, wo ich eigentlich normalerweise immer hinlaufe, wenn ich nach Freehaven komme. Ich laufe immer hier hin. So, Kinkerlitzchen. Weg, weg, weg. Das sieht schon besser aus. Weg, 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 weg. Danke. Komm bald wieder. Jo, werden wir tun. Du bist ein toller Kinkerlitzchen-Händler. Zaubermeister? Nein, Wassermeister. Handel? Pirat, Spieler, Hellseher. Nee. Spurensucher, Bauer, Viehdieb. Nee, das lassen wir. Okay, was haben wir noch so zu tun? Besiege den Kriegsherrn. besuche den Altar der Sonne. Schinde den Altar am Monolithen westlich von Silver Cove. Was klingt sehr einfach. Da waren nämlich nur so ein paar Druiden drin und Vipern oder sowas. Du bring uns nach Silver Cove. Haben wir Buffs? Nein. Wir haben gerade geschlafen. Du? Langzeitbuffs. Langzeitbuffs. Murrum lässt uns gleich fliegen, aber vorher noch kurz Hufeisen gucken. Wir sind nicht ganz so häufig in Silver Cove. Aber trotzdem keine. Und ich glaube, wir müssen gar nicht fliegen, weil das sofort hier schon ist. Nee, das ist nicht, oder? Nee, da hinten müssen wir hin. Was war denn hier? Nicht, dass ich mich ungern ablenken lassen würde oder so. Silberhelmfestung. Hey, wo sind wir? 644 glorreich. Gucken wir mal kurz. Wow. Was sind viele? Funkenflug. 644 glorreich. Also es sind Bösewichte. Das heißt, wir dürfen sie gnadenlos töten. Das werden wir auch tun. Nämlich so. Und so. Und wir brauchen mehr Flächenzauber. Aha. Echt ganz schön viele. Du, nochmal ein Prismen. Und Inferno und mach kaputt. Wow. Okay, gucken wir mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 Schwertkämpfer einfach mal so am Eingang platziert. Und da kommen gleich noch viel mehr. Und da sind, wow. Da sind die härteren Jungs mit bei. Wow, 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 wow. Nicht unsere Ausrüstung kaputt machen. Da hört der Spaß auf. Ab und an uns Schaden zufügen ist okay, aber unsere Ausrüstung? Ah. Hauen, töten, verbrennen, schnitzeln, Prismenfeuer. So. Weg, 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 weg. Bist gleich tot, okay. In den Rücken geschossen. So, was ist kaputt gegangen? Da hängt ein toller Bogen, den wir gerade erst geholt haben, wegen den 10 Charisma, was es waren. Oh. Da lohnt sich doch wieder Flächenzauber. Inferno, hauen. Prismenfeuer. Und jetzt Durchschnitzel. Rundenbasieren weg. Hauen, 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 hauen. Und mir fällt gerade auf. Mit Heldentum, Steinhaut,
Eile und so weiter ist das Ganze doch ein Ticken einfacher. Ah, Zauberer. Apropos Zauberer, da haben wir auch noch einen Dungeon, wo wir nicht wirklich weitergemacht haben, oder? So. Erster Raum gesichert. Hat uns ja bloß sehr, sehr viele Lebenspunkte gekostet. Und fast all unser Mana. Ich weiß es nicht. Komische Kettenrüstung. 1400, 1300. Naja. Du reparier mal. Okay. Also ja, das ist eine interessante Ablenkung zu der Druidenhöhle, wo wir eigentlich hin wollten. Haben wir also schon mal zwei Gegenden, die wir angehen könnten. Aber eins zur Zeit. Erstmal den Eingang freiräumen. Weg, 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 weg. Weg, 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 weg. So, ein Fass. Rote Flüssigkeit, jo. Was zu essen. Rote Flüssigkeit. Weiße Flüssigkeit. Komischer Ramsch. Fass ist leer. Ups. Hier ist nichts drin. Okay. So, jetzt auf die andere Seite und da Richtung Norden gehen. In der Hoffnung, dass wir dann irgendwann beim Eingang schlafen können. Der Boden sieht hier ziemlich anders aus. Okay. Das ist die Ecke von den Magiern. Oder Priestern. Und wir sehen wie Magier aus, nicht wirklich wie Priester. Lay schaut nicht gut aus. Lay ist gleich jetzt K.O. So. Hier ist nichts. Das ist nicht der Schrein, den wir suchen. Geheimtüren? Geheimtüren? Nö, wieder irgendwas in den Bänken versteckt. Das hatten wir ja schon mal. Aha. Aha. Da kann ich nichts machen. Kannst du Artefakte reparieren? Ja, kannst du. So, noch irgendwo. Riesige Stäbe in einer Bank versteckt. Nö. Nee. Okay, ist der Eingang sicher? Ich wage es eben zu bezweifeln, aber ein Versuch ist es wert. Nee. Also raus. Hier schlafen. Hier buffen. Und wieder rein. So, also links ist einigermaßen sicher. Gehen wir rechts rum. Und gucken, ob hier noch ein Raum ist. Du bitte Schutz gegen alles. Da sehen wir die ersten roten Punkte. Also hätten wir gerne wieder den da. Und töten. Au. Oh. Okay. 10, 12 Mann. Ich glaube, Inferno lohnt sich doch eher. Hauen. Prismenfeuer 40 auf alle. Wenn das 10 Mann sind, waren das gerade 400 Schaden. Das ist schick. Hauen. 3 Punkte mal 10 allerdings ist nicht wirklich viel, Talana. Jetzt wirst du schon schadenstechnisch von der Priesterin abgeholt. Das ist nicht so schön. Schon wieder 40. Also ziemlich konstant sogar. Jetzt kommt Talana. 27, naja. So, Hundmasieren weg. Du auch weg. Hier ist sowieso alle weg. Betten. Betten mit nichts, 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 nichts. Und grüne Flüssigkeit. Kriegst mal du. Du kriegst in letzter Zeit doch ganz schön häufig auf den Deckel. Oh, warte mal, unser magisches Auge zeigt uns da was an. Nee, okay. Bleibt nur noch der Hauptgang. Und wenn wir da die ersten ein, zwei Räume gecleared haben, dann müssten wir wirklich am Eingang schlafen können. Außer es gibt noch irgendwelche... genau.
Außer es gibt noch irgendwelche Gänge, die ziemlich verwinkelt um die Ecken gehen. So, weg, 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 weg. Oh, ein paar mehr. Hallo. So, 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 so. Zwischendurch mal heilen. Warte mal, du. Kraftheilung. Oh, da kommt noch einer. Kommt alle her. Hauen, 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 hauen. Ah, hinter dem Raum geht es sogar noch weiter. Ich hätte irgendwie gedacht, dass hier nur lauter Einzelräume sind. Also barackenartig, aber nö. Kleiner Zwischenraum. Oh, wer bist denn du? Oh, hallo. Geist von John Silver. Bruderschaft von Silver. Wer hätte gedacht, dass das Böse, das ich ihn ganz endlos gesucht und bekämpft habe, so nah bei mir zu finden wäre? Gerard Blackgames war einst mein Stellvertreter. Nicht lange bevor er mich ermordet hat, hat er mir den Tempel von Bar Kontakt aufgenommen und von ihnen Ziele für unsere Orden erhalten. Am Ende war ich eines der Ziele und Gerard hat die Kontrolle über den Orden übernommen. Jetzt sind die Silberhelme ebenso böse wie die Leute, die sie jagen. Ich bin sicher, der Tempel von Bar ist dafür verantwortlich. Zur gleichen Zeit fing Gerards Bruder Markus der Hexer an, die Silberhelme mit hochwertigem Material zu versorgen. Das letzte, was ich gehört habe, dass Markus jemanden in einer Schmiede auf einer Insel südöstlich von hier assistiert. Das wird dann Neusorpigal sein. Melody. Danke, dass du meine Nichte gerechnet hast. Hinter dieser Wand ist ein geheimer Raum, den ich sogar vor Gerard geheim gehalten hatte. Nimm dir, was immer du brauchst. Es ist mir lieber, du hast es, als dass Gerard es bekommt. Okay. Ankh. Gerard hat einen Ankh mit seinem Namen drauf, das ihm von einem Priester von Bar gegeben wurde. Ich weiß nicht genau, wofür das Ankh benutzt wird, aber es identifiziert ihn als Freund von Bar. Her, das könnte praktisch sein. Und wo ist jetzt der Geheimraum? Ich sehe hier eine Nische. Okay, gucken wir mal hier lang. Auch wenn das bestimmt nicht der Raum ist, den er meinte. Weil in seinem Heimraum sind bestimmt keine Wachen drin seit Jahren. Ich hab's. Eleganter Brief. Gerard, also der Bösewicht. Gratulation zu eurer Beförderung. Nun, der Bruderschaftsorden von Silver unter eurer Kontrolle ist, werdet ihr große Freiheiten haben, diejenigen auszusuchen, die nicht hart genug gewesen gegen das Böse sind. Wir hoffen, euch schließlich bei der Beseitigung derjenigen zu unterstützen, die die Schwächsten bei der Bekämpfung des Bösen sind, den Iron Fists. Setzt eure Arbeit fort und eure Träume sollen in Erfüllung gehen. Xenofex. Den Namen können wir doch auch schon langsam. Aha. Schutz vor Magie, Schutz vor Gift, schwere Hellebarde, nee. Obwohl, 400 Gold, ne? Okay. Nichts weiteres. So, Geheimraum. Wo ist der Geheimraum? Im Bett ist auch nichts. Ah, da ist der Geheimraum. Nö, ist nur eine Verbindung zu dem Raum hier. Weg, 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 weg. Ich glaube, der Geist hat uns veräppelt. Oh, oder eventuell gab es keine Verbindung hierher? Doch. Oh. Oh, ist das schick. Das könntest du mal verzaubern, wenn du bei Zeiten Platz in deinem Unordnungsding hier hast. Ho, 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 ho. Die solltest du eventuell auch mal anziehen. Auf jeden Fall mal anziehen. Deine Rüstung macht ja gar nichts. So. Plus 24 statt plus 16. Die geht auch hoffentlich nicht ganz so häufig kaputt wie die andere. Das heißt, das kann weg. Das sollte verzaubert werden. So. Ja, so. Du verzauber das mal, wo wir gerade dabei sind. Plus 7 Rüstungsklasse, ja. Oh, das bitte reparieren. Genau, das bitte reparieren. Repariert.
So. Oberflächlich alles heil soweit. Gut. Nächste Kiste. Wenn unsere Dame denn mal will. Das kann verzaubert werden, das kann dahin, das kann weg. Das kann auch weg. Zweite Reihe? Nein.